möchte euch ganz herzlich zu unserem großen BookTube Adventskalender begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich den Adventskalender einleiten darf und das erste Türchen sein darf. Und ihr dürft euch freuen, wir haben dieses Jahr wieder ganz viele tolle BookTuber dabei, die sich ganz viele tolle Sachen überlegt haben. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen. Sie sind auch alle unten in der Infobox verlinkt, also schaut bei allen definitiv vorbei. Ich für meinen Teil freue mich auf die Videos und ich möchte den Anfang machen mit einem Tag. Und hoffe, dass sich ganz viele Leute daran beteiligen. Ich habe ihn mir selber ausgedacht, mir von vielen englischen BookTubern Inspiration geholt und dann quasi meinen eigenen Tag daraus kreiert. Deswegen würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn er sich etwas verbreiten würde, denn die Weihnachtszeit ist ja auch begrenzt. Und für die Leute, die mich noch nicht so gut kennen, beziehungsweise die aufgrund des Kalenders auf meinen Kanal gestoßen sind, möchte ich euch nur kurz vorwarnen, in Anführungsstrichen. Ich lese nicht sehr breit gefächert, sondern sehr viele Thriller. Deswegen kommen auch in diesem Tag sehr viele Thriller vor. Ich habe dennoch versucht, ein paar unterschiedliche rauszusuchen, sodass ich erklären kann, für wen dieses Buch jetzt explizit geeignet wäre. Somit vielleicht auch für den ein oder anderen, der gerne mal mit den Thrillern starten möchte, ein bisschen Inspiration bekommt. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Tag trotzdem gefallen wird und begrüße euch natürlich auf meinem Kanal und hoffe, ihr könnt das ein oder andere für euch mitnehmen. Ich habe mir ein paar tolle Fragen, denke ich, überlegt, auch gar nicht mal so einfache. Ich habe teilweise ein bisschen gebraucht, bis ich das richtige Buch gefunden habe. Und woraus der Tag besteht, das seht ihr jetzt. Frage Nummer 1. Weihnachtswunschliste. Welches Buch steht ganz oben? Und ganz oben steht bei mir ein Buchpaket, kann man sagen. Ich habe dieses Jahr ein ganz besonderes Kinderbuch gelesen, und zwar Das Wunder der wilden Insel. Und dieses Buch hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt, weil ich von einem Kinderbuch ja mir nicht so viel Message erwartet habe, wie ich es dann bekommen habe. Und ich habe gesehen, dass es einen zweiten Teil davon gibt, zumindest im Englischen, der heißt The Wild Robot Escapes. Und habe dann den CBJ Verlag geschrieben, ob es denn diesen Teil auch im Deutschen geben wird, ob er übersetzt wird. Die Antwort war leider nein, zumindest nicht in diesem Verlag, und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mir diese beiden Bücher dann auf Englisch zuzulegen. Und zwar den ersten Teil The Wild Robot und der zweite Teil ist eben The Wild Robot Escapes. Und das steht bei mir definitiv ganz oben auf der Wunschliste, weil ich eben weiß, dass mich hier eine ganz tolle Geschichte erwartet. Wir haben hier auch Illustrationen vom Autor selbst mit drin, ganz süße Sachen. Und in dieser Geschichte geht es um die Roboterdame Ross, die von einem Frachtschiff fällt und ihre Verpackung zerberstet an den Klippen. Und sie ist so ziemlich der einzige Roboter, der dort überlebt. Alle anderen gehen kaputt und ein paar neugierige Biber kommen aus Versehen auf ihren Einknopf. Ja, und so erwacht Ross zum Leben und findet sich in einer komplett neuen Welt wieder, in der sie sich natürlich integrieren muss. Sie möchte sich dort zurechtfinden, beobachtet die Tiere, wie sie sich verhalten und versucht sich dann so ihnen anzunähern. Und ich finde, es ist eine herzerwärmende Geschichte über Diversität, über Freundschaft,
ja, also es ist so viel, was diese Geschichte ausdrückt, und der Schluss hat wirklich irgendwie so eine kleine Welt zerstört in mir, weil ich mit so einem Ende bei einem Kinderbuch nicht gerechnet habe. Und deswegen, genau deswegen habe ich mir einen zweiten Teil auch erwünscht, und ich hoffe, dass das Ende, ja, schöner, befriedigender, wie auch immer ist. Auf jeden Fall freue ich mich auf den zweiten Teil, wieder Ross und die Tiere dieser Insel zu treffen. Ja, und wieder in diese Freundschaft, in diese Familie, kann man sagen, einzutauchen, die sich dort gebildet hat. Und ja, auch ein Erwachsener kann hieraus viel mitnehmen, und deswegen, ja, da ich weiß, mich erwartet hier was ganz Tolles, steht's ganz oben auf der Wunschliste. Nummer 2, Knecht Ruprecht. Ein enttäuschendes Buch, das seine Route verdient hat. Und da ist mir ein Buch eingefallen, über das ich dieses Jahr noch gar nicht so oft gesprochen habe, wovon ich aber denke, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bisher am schlechtesten war. Und zwar spreche ich von Finale von Sten Langstrup. Ein Buch mit gefühlt knapp über 100 Seiten, also es sind, glaube ich, auch tatsächlich nur knapp über 100 Seiten, weil dann noch eine Leseprobe angehängt ist, und es kostet so viel wie ein ganz normales Taschenbuch, glaube ich. Ja, und in dieser Geschichte geht es um zwei Mädels, die an einer Tankstelle arbeiten, und dadurch, dass an diesem Tag WM-Finale ist, ist dort erstmal nicht viel los, aber so ein paar Kunden verirren sich in diese Tankstelle, und ja, die letzten Kunden oder der letzte Kunde, ich weiß es gar nicht mehr so genau, meint es auf jeden Fall nicht so gut mit ihnen, und sie werden aus dieser Tankstelle entführt. Was danach passiert, möchte ich natürlich nicht verraten, aber für mich wurde dieses, was danach passiert, sehr schnell abgehandelt. Es ging viel zu flott. Ich hätte mir das, ja, etwas psychomäßiger vorgestellt, so wie ich den Anfang auch übrigens fand, weil man hat als Leser ständig das Gefühl, okay, es passiert jetzt gleich was, und für mich war das ein sehr subtiler Horror. Hätte ich mir auch sehr gut als Film vorstellen können, wie die beiden da in der Tankstelle stehen und irgendwie so ein, ja, unterschwelliger Grusel die ganze Zeit da ist, und wir warten natürlich auch als Leser darauf, dass endlich was passiert, und der Spannungsaufbau war meiner Meinung nach sehr gut, aber alles, was danach kam, war ziemlich enttäuschend, weil sich der Autor auch sehr einfach gemacht hat, finde ich. Die Auflösung fand ich auch nicht so dolle, und wirklich für diese, ja, knapp über 100 Seiten ist der Preis meiner Meinung nach total überzogen. Das hat man wirklich innerhalb 2 Stunden durchgelesen, das Buch, weil auch sehr viele leere Seiten zwischendrin sind. Also es war eher eine Art Kurzgeschichte. Ja, und auf Kurzgeschichten stehe ich nicht so. Deswegen, ja, dieses Buch hat auf jeden Fall Knecht Ruprechts Route verdient. Drittens, Der Stern von Bethlehem. Ein Buch, das dich in eine weit entfernte Stadt oder Welt geführt hat. Und da möchte ich, ja, ein Buch nennen, das mich in zweierlei Welten geführt hat. Und zwar Der Zeitenläufer, Dark Matter von Blake Crouch. Dieses Buch hat mich sowohl ja, von der Geschichte her in eine andere Welt geführt, als auch war ich tatsächlich in einer anderen Welt bzw. Stadt. Und zwar habe ich das Buch mit einer Freundin zusammen im Belgien Urlaub gelesen, und somit, ja, fand ich es am passendsten.
Wir lernen hier in dieser Geschichte Jason Dessen kennen, der eigentlich ein glückliches Leben hat. Er ist verheiratet, hat einen Sohn, ist College-Professor, glaube ich, oder an einer Uni, irgendwie sowas. Und auch seine Frau hätte Karriere machen können. Allerdings ist der Sohn dazwischen gekommen, in Anführungsstrichen. Und sie stellen sich dann doch irgendwie immer mal wieder die Frage, obwohl sie glücklich sind, was wäre denn gewesen, wenn? Wenn wir damals den Sohn nicht bekommen hätten, wenn wir Karriere hätten machen können, wäre unser Leben dann glücklicher oder nicht so glücklich? Ja, diese Frage stellt sich, glaube ich, jeder irgendwann mal in seinem Leben. Was wäre gewesen, wenn ich an diesem oder jenem Punkt einen anderen Weg eingeschlagen hätte? Ja, und genau diese Chance bekommt Jason Dessen, das herauszufinden. Er wird nämlich eines Abends, nachdem er von einer Kneipe nach Hause geht, zusammengeschlagen. Und als er wieder aufwacht, ja, findet er sich in der gleichen Welt wieder, aber er ist ein anderer. Also er befindet sich an einem Zeitpunkt, wo er seine Frau nicht geheiratet hat, wo er keinen Sohn hat, wo er sich dazu entschlossen hat, Karriere zu machen. Und er lebt diese Welt eben, wie sie ist, wie es gewesen wäre. Und ja, ob ihm das Leben so gefällt oder nicht, ob er sein altes Leben wieder zurückhaben möchte, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Aber ich fand die Geschichte wahnsinnig spannend zum einen. Ja, aber auch mal wieder belehrend, dass ja, man meckert so viel herum und ist manchmal so unzufrieden, obwohl man eigentlich ein tolles Leben hat und sich überhaupt nicht beschweren dürfte, über was. Also es sind manchmal wirklich die Kleinigkeiten, die uns stören. Und ja, es sagt uns natürlich auch, ja, weniger darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn, sondern einfach den Moment zu genießen und das zu genießen, was man hat. Und ja, passt also auch perfekt in die Weihnachtszeit, wie ich finde. Und ja, dieses Buch war auch etwas ganz Besonderes und ja, ist keine dystopische Welt oder sowas, sondern hat uns wirklich in eine alternative Welt von Jason Dessen bzw. von uns selbst geführt, ja, sodass man entscheiden kann, welche von den beiden denn einem eigentlich lieber ist, die Karriere oder die Familie. Geschenke. Welches Buch hat dich positiv und oder negativ überrascht? Und da ich lieber über die Bücher spreche, die ich besonders mag, habe ich mir ein Buch herausgesucht, das mich ja besonders positiv überrascht hat, weil ich es mir eigentlich nur einfach mal so gekauft habe, weil ich den zweiten Teil ganz interessant fand und deswegen den ersten lesen wollte, ganz Monk-mäßig. Und ja, das Buch ist wirklich einer meiner Jahreshighlights geworden. Ich denke, die treuen Zuschauer wissen schon, worauf ich hinaus will. Und zwar Hitze von Jane Harper, auch bekannt unter The Dry. Dieses Buch hat mich eben sehr positiv überrascht, weil ich ja lange nicht so eine tolle Thriller-Story erwartet habe. Hier geht es um Aaron Falk, der auf die Beerdigung eines alten Freundes geht, und zwar von Luke Hadler. Er soll erweiterten Suizid begangen haben, also erst seinen Sohn, seine Frau und dann sich selbst erschossen haben. Und der Vater von Luke Hadler glaubt aber, dass daran irgendwas faul ist. Und er bittet Aaron Falk, dadurch, dass er Polizist ist, zwar für Finanzdelikte, aber eben Polizist, sich doch mal die Sache näher anzuschauen. Und tatsächlich stößt er mit dem Sheriff vor Ort auf einige Ungereimtheiten, die diese ganze Geschichte eben in Frage stellen. Und das ist nicht das einzige Rätsel, das wir hier lösen. Wir lösen auch noch das Rätsel um Aaron Falks Vergangenheit,
Denn in dieser Clique ist damals auch etwas Dramatisches vorgefallen, das uns als Leser sehr viele Fragezeichen ins Gesicht zaubert. Also es ist wirklich schwierig, sich bei dieser Story kurz zu halten beim Zusammenfassen. Denn in diesem Buch steckt so viel mehr, als ich hier gerade erzählt habe. Wir haben hier wirklich, ja, so eine mysteriöse Kleinstadtgeschichte, wo jeder seinen Dreck am Stecken hat, jeder seine Geheimnisse hat. Wir einen Mord auflösen müssen bzw. herausfinden müssen, inwiefern und ob Luke Hadler denn in diese ganze Geschichte verwickelt ist und was es mit diesen dramatischen Ereignissen von früher zu tun hat. Ja, ganz tolles Buch, ganz toller Schreibstil, kann ich nur jedem ans Herz legen. Und ja, dadurch, dass ich dieses Buch schon oft in die Kamera gehalten habe und es wahrscheinlich auch noch ein, zweimal dieses Jahr tun werde, werde ich es dabei belassen. Finde ich auch als Thriller-Anfänger wirklich ein ganz tolles Buch und ja, lest's einfach. Geschmückter Weihnachts- bzw. Christbaum. Bei uns in Bayern ist es der Christbaum und ich nehme mal an, überall woanders der Weihnachtsbaum. Deswegen habe ich beide Bezeichnungen aufgeführt, wie später auch. Ein Buch mit einem wunderschönen Cover. Die wunderschönen Cover dürfen wir natürlich auch in der Weihnachtszeit nicht vernachlässigen, wo alles so schön geschmückt ist. Und an dieser Stelle möchte ich gern mal eine Lanze für den Ullstein Verlag brechen. Denn alle Bücher oder alle Thriller, die der Ullstein Verlag rausbringt, haben ein ähnliches Design und sehen im Bücherregal, finde ich, einfach nur wunderschön aus. Ich habe jetzt mal zwei Reihen stellvertretend hier, beziehungsweise auch die einzigen zwei Reihen, die ich von dem Verlag hier habe, aber die passen so schön nebeneinander und es sieht so traumhaft einfach nur aus. Und zwar einmal die, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, auf jeden Fall von Daniel Cole, Ragdoll und Hangman, der erste und zweite Teil. Und hier haben wir von Mark Rabe Schlüssel 17, das ist um den, wie heißt er denn, Tom Babylon. Der erste Teil einer Reihe. Und wenn man die im Regal stehen hat, die sind alle gleich groß. Die kommen nicht irgendwann nach einem Jahr als Taschenbuch raus. Man weiß, man kann sie gleich kaufen. Kommen nicht fünfmal in unterschiedlichen Versionen raus. Und sind alle im gleichen Stil, auch wenn es unterschiedliche Reihen sind. Man sieht aber trotzdem, dass es unterschiedliche Reihen sind und ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist auf jeden Fall alles einheitlich und das gefällt mir als kleiner Monk unglaublich gut. Und ich finde an sich auch die Cover total schön. Das Schwarz, das minimalistisch gehaltene und ja, trotzdem irgendwie besondere. Und das ist nach wie vor ein Cover, was mich wahnsinnig anspricht. Auch die Geschichte hierin finde ich sehr toll. Allerdings nichts für zart Beseitete. Hier geht es nämlich um einen Killer, der sich eine Leiche aus mehreren verschiedenen Leichenteilen zusammensetzt. Also Arme, Beine, Kopf, Rumpf, alles von unterschiedlichen Personen. Ja, sehr spartanisch, glaube ich, zusammengeflickt. Und er hat diese Leiche an hunderten Nylonfäden in einer Wohnung vor einem Fenster aufgehängt. Und diese Leiche blickt auf das Fenster gegenüber und genau in dieser Wohnung wohnt unser Ermittler, der hier involviert ist. Ja, mich hat es ein bisschen an den Film 7 erinnert. Der Täter ist immer einen Schritt voraus und ja, hat sich so brutale, perfide Sachen, Todesmorde ausgeklügelt, auf die man von vornherein ja nicht kommt. Man weiß, oh Gott, gleich passiert was. Man kann sich aber nicht vorstellen, wie.
Also ganz spannend, kann ich nur jedem ans Herz legen, der auch auf ein bisschen härtere Kost steht, der unerwartete Wendungen mag. Deswegen wollte ich es nochmal erwähnt haben und auch im Regal sehen sie wahnsinnig schön aus. Den zweiten Teil habe ich leider noch nicht gelesen. Der hat auch ja, bisher durchwachsene Meinungen bekommen, aber auch hier das Ende fand nicht jeder so toll. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil es einmal so ein bisschen aus der Komfortzone rauslockt. Bin auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt und muss den echt wirklich bald mal lesen. Rudolf mit der roten Nase. Ein Protagonist mit einer erstaunlichen Entwicklung. Und da ist mir nur einer eingefallen, der wirklich eine sehr große Entwicklung hinter sich gebracht hat. Und zwar vor allem in diesem Buch hier. Ich bin der Schmerz von Ethan Cross. Das ist der dritte Teil der Shepherd-Reihe und im ersten Teil lernen wir diesen Protagonisten kennen und zwar ist es Marcus Eckerman Jr., der ein berühmt-berüchtigter Serienkiller ist, der auf sehr perfide Art und Weise tötet, der richtige Psychospielchen mit seinen Opfern treibt. Und auch die Ermittler im ersten Teil in den Wahnsinn treibt. Er ist eigentlich nicht zu fassen, aber dieser Protagonist ändert sich im Laufe der Reihe und vor allem im dritten Teil haben wir eine bedeutsame Entwicklung, die ja vor sich geht und wir bekommen eine ganz andere Seite von ihm zu sehen. Was uns zeigt, dass ja, es nicht nur schwarz und weiß gibt und deswegen ja, ist mir dieser Protagonist eingefallen. Wie genau diese Charakterentwicklung aussieht, möchte ich euch natürlich nicht verraten, vor allem nicht denen, die die Reihe gerne noch erfahren möchten. Die sollten sich auch auf keinen Fall die Klappentexte durchlesen, die spoilern nämlich auch unglaublich. Ja, und der dritte Teil war auch bisher einer meiner liebsten davon, muss ich sagen. Deswegen alle, die auf härtere Action, Kost und kleinen Surrealismus bei Thrillern stehen, kann ich euch dieses sehr ans Herz legen. Weihnachts- bzw. Christbaumspitze, dein bisheriges Highlight aus 2018. Und ja, da ist mir sofort ein Buch eingefallen, das eigentlich ja, alle anderen überragt und das mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, beziehungsweise das war das einzige Buch, das ich mir auch sofort holen musste, obwohl ich es als Hörbuch gehört habe. Und das noch als Hardcover, wo ich bei Hardcover echt knickerig bin. Und zwar handelt es sich um Wir sind dann wohl die Angehörigen von Johann Scherer. War für mich ein literarisches, absolutes Highlight, weil Johann Scherer einen Schreibstil hat, den ich bisher noch nicht gelesen habe. Sehr angenehm, sehr metaphorisch. Ja, ich kann es schwer beschreiben und alles, was ich sage, wird dem Buch auch einfach nicht gerecht. Ich habe auch eine Rezension über dieses Buch gedreht, die ich euch sehr gerne nochmal verlinke. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis die fertig war, weil ich nie zufrieden war mit dem, was ich sage. Und ja, also dieses Buch hat mich wirklich sehr beeindruckt. Denn es ist autobiografisch. Johann Scherer ist der Sohn von Jan Philipp Remzmar, der Ostern 96 entführt wurde. Und Johann Scherer erzählt die Geschichte aus seiner Perspektive, wie es für ihn damals war, die Entführung seines Vaters mitzuerleben und ja bangen zu müssen, ob sein Vater je wieder nach Hause kommt. Er musste mit ansehen, wie sein Zuhause in eine Polizeizentrale verwandelt wurde. Jan-Philipp Remzmar hat selbst schon ein Buch darüber veröffentlicht, ich glaube kurz nach seiner Entführung, Im Keller heißt das. Und
Das habe ich damals auch schon gelesen und ich fand das wirklich sehr interessant, jetzt aus einer anderen Perspektive zu erfahren, die wahrscheinlich genauso schwer war, in der es galt, schwierige Entscheidungen zu treffen, die ich hoffentlich in meinem Leben niemals treffen muss. Und das alles wurde ja auf eine sehr besondere Art und Weise erzählt. Hier im Klappentext steht was, was ich unterschreiben kann. Und zwar ist dieses Buch ein rückhaltloser Einblick in eine dramatische Erfahrung, die das Leben Johann Scherers für immer veränderte. Spannend, berührend und von einer überraschenden Komik, die der Verzweiflung abgetrotzt ist. Und genau das beschreibt dieses Buch eigentlich sehr gut. Ich bitte euch alle, die Rezension dazu anzusehen. Es ist wirklich ein Buch, das man ja gelesen haben muss. Allein die Markierungen, die ich mich in mir hier drin gemacht habe. Und ich habe es bisher auf BookTube wirklich noch ja bei fast keinem gesehen. Und das finde ich sehr schade, denn dieses Buch hat auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, vor allem nicht umsonst mein Jahreshighlight und das ohne ein Thriller zu sein. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Also ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere sich das Buch mal anschaut, beziehungsweise auch die Rezension dazu. Und wenn ihr es schon gelesen habt, dann sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid. Sternschnuppe, welche Neuerscheinung des nächsten Jahres wünschst du dir jetzt schon sehnlichst herbei? Und da kann ich mich beim besten Willen nicht für ein Buch entscheiden, denn nächstes Jahr ist das Jahr der Neuerscheinungen. Sehr viele Reihen werden weitergeführt, abgeschlossen. Ich freue mich auf jedes einzelne Buch und um euch einen kleinen Einblick zu geben, wir können uns zum Beispiel freuen auf einen neuen Kate Burkholder-Teil. Brennendes Grab erscheint. Einen neuen Hunter und Garcia-Thriller, und zwar Jagd auf die Bestie von Chris Carter erscheint. Es erscheint ein neuer Walter Moers, auch mal wieder mit Zeichnungen von Walter Moers himself, und zwar der Bücherdrache. Worauf ich mich besonders freue, ist, dass wir einen neuen Thriller von Vincent Cliche zu Gesicht bekommen, und zwar Auris. Ich hoffe, es wird eine neue Reihe, und ich hoffe, diesmal bekommt Vincent Cliche ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, denn es ist ein toller Thriller-Autor. Ja, als ich das bei Drümmer und Knauer gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut. Außerdem erscheint diesmal allerdings nur von Michael Zokos ohne Sebastian Fitzek abgeschlagen die Vorgeschichte zu Abgeschnitten, worauf ich mich auch schon sehr freue. Und es erscheint ein neuer Gruber Todesmal, der fünfte. Ja. Der fünfte Teil um Martin S. Snyder und Sabine Nemetz. Das sind auf jeden Fall die Highlights, auf die ich mich richtig freue, die ich sehnlichst erwarte. Gleich lesen kann ich natürlich Kate Burkholder und Hunter und Garcia nicht, weil ich in den Reihen noch nicht so weit fortgeschritten bin. Aber ich will euch natürlich auch ein paar Teaser fürs nächste Jahr geben. Wann diese Bücher genau erscheinen, darüber halte ich euch natürlich auch im nächsten Jahr in meinen Neuerscheinungsvideos auf dem Laufenden. Und ja, wir dürfen uns auf jeden Fall auf ganz viele tolle neue Bücher freuen. Weihnachtsmann bzw. Christkind. Bei uns in Bayern kommt das Christkind, überall anders wahrscheinlich der Weihnachtsmann. Mir hat das Christkind immer die Geschenke gebracht. Deswegen, ja, ein Buch, das dir eine wertvolle Lektion vermitteln bzw. weitergeben konnte und dir somit etwas Besonderes geschenkt hat. Und das konnte auf jeden Fall im Allgemeinen die Danny-Trilogie von Jessica Koch.
Und im zweiten Teil, dem Abgrund so nah, der ja zeitlich vor dem ersten Teil eigentlich spielt, habe ich gelernt, dass man auf jeden Fall nicht wegschauen sollte und auch, ja, dass man sich bewusst macht, dass es auch nicht immer, wenn Menschen sagen, es geht ihnen gut, dass es ihnen auch tatsächlich gut geht. Also, dass man vielleicht das ein oder andere Mal etwas hartnäckiger sein muss als Freund oder Freundin und ein bisschen mehr darauf Acht geben sollte, wie es dem Gegenüber denn wirklich geht und das nicht gleich abzutun, wenn jemand sagt, passt schon, geht mir gut. Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Diese Geschichte ist natürlich nicht für jedermann, denn wir lernen hier Danny kennen, der wirklich eine schreckliche Vergangenheit hinter sich hat. Er wurde von seinem Vater missbraucht und diese Missbrauchsgeschichte erfahren wir hier in dem zweiten Teil. Und es ist schon harte Kost. Also es wird ja nichts beschönigt, was ich aber auch ja, sehr gut finde. Und wir können aus diesem Buch wirklich sehr viel lernen, aber es ist natürlich nichts, was jemand lesen sollte, der selbst solche Erfahrungen gemacht hat. Sonst wird der getriggert. Also hier vorne ist, glaube ich, auch eine Triggerwarnung drin. Ja, solche Personen, die mit sowas Erfahrung gemacht haben, sollten natürlich die Finger davon lassen. Aber mir hat dieses Buch eben etwas sehr Besonderes geschenkt. Und zwar nicht wegzuschauen und tatsächlich zu hinterfragen, ob es demjenigen tatsächlich gut geht oder nicht. Und deswegen, ja, ist es auch ein sehr besonderes Buch für mich. Und zum Schluss ein Thema, das man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren sollte, und zwar die Nächstenliebe. Zum einen ist die Aufgabe oder die Frage, welches Buch bzw. welcher Autor hat mehr Aufmerksamkeit verdient? Und zum anderen, welcher Booktuber mehr Aufmerksamkeit verdient hat? Und welches Buch meiner Meinung nach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat, ist Der Näher von Rainer Löffler. Hier hängen überall Haare von mir dran. Und zwar ist es zwar ein Buch, das eine sehr harte Kost beinhaltet. Und zu Unrecht, finde ich, wird dieses Buch schlecht bewertet, weil alle Bewertungen sich darauf stürzen, dass das Buch unrealistisch wäre und einfach viel zu grausam, als dass es realistisch sein könnte. Aber leider hat Rainer Löffler hier tatsächlich Fälle eingebaut, die tatsächlich so teilweise passiert sind. Also die Realität ist oftmals sogar noch grausamer, als man sich das vorstellen mag. Deswegen finde ich diese Bewertungen ja teilweise nicht gerechtfertigt. Und deswegen möchte ich heute für dieses Buch eine Lanze brechen, das man allerdings nur lesen sollte, wenn man einen stabilen Magen hat. Also es ist schon sehr heftige Kost, was hier drin steht. Und dadurch, dass es hier auch um schwangere Frauen geht, auch nichts, ja, der, was in Richtung, ja, Kindesmisshandlung, sage ich mal, lesen möchte oder wenn irgendwelche Tiere misshandelt werden. Also hier wird wirklich vor nichts Halt gemacht, weder Kleinstkinder bzw. ungeborene Kinder noch vor Tieren, noch vor Erwachsenen. Alles dabei. Nichtsdestotrotz ein toller Thriller, der einen an seine Grenzen bringt. Und hier in diesem Buch geht es um Fallanalytiker Martin Abel, der es mit einem ja, perfiden Fall zu tun bekommt. Und zwar werden hier ja, schwangere Frauen vermisst und kurze Zeit später wird die Leiche einer Frau mit ihrem frisch geborenen Kind gefunden in einem unterirdischen Hohlraum. Und
Ja, es ist alles eine sehr grausame Geschichte. Man versucht natürlich, diesen Täter schnell zu fassen, denn man weiß, es wurden zwei schwangere Frauen entführt. Wir haben einen Wettlauf gegen die Zeit und der Mörder tötet seine Opfer nicht nur, er pflanzt ihnen auch etwas in den Körper. Und erfahren hier auch sehr viel über das Seelen. Leben oder über die Gedanken des Täters, was ich sehr interessant finde, und über die Motive, die er hat. Ganz toller Thriller, sehr spannend. Freue mich auf den nächsten Teil. Ich denke, den können wir nächstes Jahr auch erwarten, ohne zu viel versprechen zu wollen. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in Arbeit ist. Es ist der dritte Teil einer Reihe, man kann ihn aber auch unabhängig von den anderen beiden lesen, Blut Sommer und Blut Dämmerung. Also wie gesagt, für schweren Magen, aber ja, ein Thriller, der sich von anderen mal abhebt und einen an seine Grenzen bringt und trotzdem ja dabei nicht nur mit Ekelhaftigkeiten um sich wirft, sondern auch eine Story hat mit einem Täter, der auch tatsächlich ein Motiv hat. Ja, gut durchdachte Geschichte und jeder, der was Härteres mag, kann ich nur empfehlen. Ja, und ein Booktuber, der mir Aufmerksamkeit verdient hat zum Schluss. Wenn ich jemand Neues entdecke, der mich besonders inspiriert oder dessen Videos ich besonders mag, sage ich das ja meistens gleich oder empfehle denjenigen, Entschuldigung, gleich. Aber ich glaube, eine Person, die ich vor kurzem erst entdeckt habe und die ich in meinen Videos noch nicht erwähnt habe, ist Carlies Books. Die ist natürlich auch unten in der Infobox verlinkt. Dort solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Eine wahnsinnig sympathische Person, die ja sehr schön über die Bücher sprechen kann, dabei auf eine sehr ruhige Art und Weise, mit einem wahnsinnig tollen Hintergrund. Ihr Bücherregal ist so zauberhaft. Ja, und in ihren Videos ist, finde ich, stets so eine angenehme Atmosphäre und ich höre ihr einfach super gern zu beim Reden. Auch ihr Lesegeschmack ist so, dass sie eigentlich jeder abonnieren kann, denn sie liest sehr vielseitig, nicht so wie ich. Und ja, deswegen solltet ihr unbedingt bei ihr vorbeischauen und ihr ein Abo dalassen oder einen Kommentar, ein Like, irgendwas. Würde ich mich sehr freuen. Und ja. Das war's eigentlich auch schon mit dem Tag und ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr findet die Fragen interessant und ich möchte natürlich auch noch ein paar Leute taggen. Zum einen natürlich alle, die an diesem wunderbaren Adventskalender mitmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch den Tag noch machen würde. Und ansonsten möchte ich auch noch ein paar Leute separat taggen, die ich aller Nächstenliebe natürlich ja auch noch mal erwähnen möchte. Und dadurch, dass ja der Tag ja so ein bisschen ein Baby von mir ist, würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn sehr viele mitmachen. Und ich würde gerne Alice im Bücherland taggen, die Book Friends Forever, Books Paradise, Karos Bücher, Jennys Lesestoff, Christinchen, Phils O Sophie, Paddy Loves Books und The Sarah Story. Ja, schreibt mir eure Meinung zu dem Tag, zu den Fragen, eure Antworten zu den Fragen gerne in die Kommentare. Sehr interessieren würde mich natürlich das bisherige Jahreshighlight und welches Buch euch etwas ganz Besonderes vermitteln konnte. Und ich wünsche euch bei dem Adventskalender noch ganz, ganz viel Freude und Spaß. Wünsche euch eine erholsame und ganz tolle Weihnachtszeit. Morgen ist Toto vom Kanal Toto liest dran. Ich freue mich schon, was er sich für uns so ausgedacht hat. Und wie gesagt, alle weiteren Kanäle sind in der Infobox verlinkt. Schaut bei allen vorbei. Habt viel Spaß mit dem Adventskalender. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.